Einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Webinarreihe. Mein Name ist Falko Block. Ich bin Zertifikate-Spezialist bei der DZ Bank in Frankfurt und ich möchte euch als Moderator durch das heutige Webinar führen. Ja, das Thema KI. Manche können es vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber man kann sagen, jeden Tag liest oder hört man irgendetwas zu diesem Thema. Die Frage ist halt, ob überall wirklich künstliche Intelligenz drin ist, wo drauf steht. Letztens habe ich eine Werbung gesehen, man kann sich eine schöne Internet-Homepage generieren mit unterschiedlichen Farben und da würde KI zum Einsatz kommen. Ob das immer der Fall ist, sei mal dahingestellt. Das erinnert mich so ein bisschen wie früher an Dotcom. Überall, wo Dotcom drauf steht, dann war der Kurs gleich dreimal so viel wert. Fakt ist aber, die Erwartungen an das Thema KI in allen Bandbreiten ist mittlerweile extrem hoch, die Fallhöhe aber auch. Wir haben es gesehen, werden mal irgendwelche Flüsterschätzungen bei Nvidia und Co. und solchen Aktien nicht eingehalten, kriegen die auch ganz schnell mal zweistellige Prozentraten auf die Mütze. Und das ist dann im Endeffekt gleich schon mal das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen Landes, was dann dort an der Börse vernichtet wird. Die Frage ist natürlich aber jetzt für uns, wer verdient wirklich mittlerweile jetzt schon Geld mit der KI und nicht irgendwie in 5 Jahren? Und kann mir KI mittlerweile auch beim Traden helfen, weil im Endeffekt, sie soll ja nicht nur helfen, Texte zu schreiben, sondern sie kann ja auch im Endeffekt unendliche Datenreihen analysieren und mir was ausgeben. Das wollen wir uns heute in unserem Special anschauen. Das mache ich aber nicht allein, sondern habe mir einen profunden Gast eingeladen, und zwar Simon Betschinger, Gründer und CEO vom Börsensoftwareanbieter TraderFox. Dann sage ich Simon, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Falco, hallo liebe Zuschauer. Falco, du hast wieder ein spannendes Thema rausgesucht. Und auch zu dem Beispiel, was du gerade genannt hast mit der Website generieren mit Hilfe von KI, das können wir uns gleich angucken. Das ist schon mal super. Dann haben wir da schon mal einen schönen Cliffhanger. Dann zeige ich auch gleich unsere Folien, die ich euch vorbereitet habe und die Agenda, worauf ihr euch heute freuen könnt. Da haben wir nämlich zwei Teile haben wir es geteilt. Ich habe einen neuen Podcast gemacht, den möchte ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Außerdem geht es wieder los mit den Abstimmungen für die Zertifikate Awards. Die möchte ich euch herzlich bitten, noch daran teilzunehmen. Und dann haben wir, wie gesagt, unsere zwei Teile. Teil 1, da geht es erstmal um das Thema KI-Boom. Wer ist im Endeffekt jetzt wirklich schon Profiteur davon? Wer verdient damit jetzt schon Kohle? Dann machen wir eine kleine Fragerunde. Ich habe ein paar Trading-Ideen basierend auf den Vorstellungen, die Simon hier mitgebracht hat, dabei. Dann geht es um Teil 2. Da geht es um das Thema, wie kann mir eventuell die KI helfen, wenn ich anlegen und traden möchte, welche Informationen und wie kann ich mir das Leben dadurch ein bisschen einfacher machen. Und zum Schluss auch wieder eine Fragerunde. Wie immer, die rechtlichen Hinweise. Bei dem Webinar hier handelt es sich um eine Werbung. Sie richtet sich ausschließlich an Interessenten mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Und das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider, die bereits Hebelprodukte-Anlagezertifikate kennen. Alles, was wir heute sagen, kann nur zu Demonstrationszwecken dienen und ist keine Anleger- und keine anlagegerechte Beratung. Und wenn wir hier entsprechend Turbo-Zertifikate, Knockout-Scheine oder ähnliches nennen, dann berücksichtigt auf jeden Fall die Verletzung der Knockout-Barriere und damit auch die mögliche Insolvenz des Produkts oder der Totalverlust des Produkts, die aufgrund entstehen kann, wenn die Knockout-Barriere gerissen wird oder wenn der Emittent auch seinen Verpflichtungen aufgrund einer Insolvenz oder behördlichen Anordnung nicht erfüllen kann. Das könnte ich übrigens auch mal KI einsprechen, fällt mir gerade ein, wo ich das nicht jedes Mal wieder vorlesen. Den Podcast, den möchte ich euch gerne ans Herz legen, mit einem schillernden Autor oder Gast kann man quasi sagen. Mick Knauf habe ich auf dem Berliner Börsentag mir gegriffen und habe ihn mal zum Thema gefragt, machen Kurse eigentlich Nachrichten oder machen Nachrichten Kurse? Auch immer ganz interessant. Weil man hört ja eigentlich normalerweise immer, die Aktie hat so und so reagiert und das ist der Grund. Vielleicht ist es auch mal anders gewesen. Vielleicht gab es auch Nachrichten, darauf reagieren die Kurse oder Unterschied. Ein Börsenautor hat mir auch mal gesagt, naja, eine Aktie hat bewegt, er sucht halt so lange, bis er was gefunden hat und das zeigt er dann. Wäre mal interessant zu sehen und natürlich zeigt Mick auch so ein bisschen aus seinem Arbeitsalltag, wie kann man aus dieser riesigen Datenflut, die wir haben, das Richtige rausfiltern, was ist wirklich relevant, wie kann ich da vorgehen. Das Ding, kennt das den Podcast, findet ihr auf den großen Podcast-Kanälen. Das stelle ich euch auch nachher nochmal in den Chat ein, wo ihr das finden könnt. Dann würde ich euch gerne wieder dazu gewinnen, abzustimmen und selber zu gewinnen, nämlich eine Reise nach Berlin könnt ihr gewinnen. Es geht wieder los mit den Zertifikate Awards 2024-25. Hier sind die drei Punkte, die wir aufgeführt haben, für uns relevant und hier werben wir um eure Publikumsstimme für das Zertifikat des Jahres, Tradinghaus des Jahres und auch möglicherweise das Zertifikat des Jahres. Der Link zur Anmeldung, den seht ihr hier unten, auch den stelle ich gleich nochmal in den Chat ein und
Gerne auch, ansonsten zückt eure Handys, da habe ich auch nochmal einen QR-Code reingebracht und könnt dann entsprechend ja, reinschauen und würde mich über eine Abstimmung eurerseits freuen. So, jetzt gucke ich mal gerade. Ein Gast meint, es gibt Tonprobleme, ist aber der einzige. Wenn noch mehr sind, gerne melden. Ansonsten, Helmut, würde ich sagen, einmal kurz raus und wieder reingehen. Das ist übrigens die einfachste Möglichkeit für diejenigen von euch, die Probleme haben. Einmal ausloggen, wieder einloggen, dann hat sich in der Regel das immer erledigt. Gut, ja, damit bin ich auch mit meinem Intro schon fertig. Bin mal schon schneller durchgegangen, damit wir das Pensum heute auch schaffen. Und dann gebe ich jetzt gerne an dich, Simon, und frage im Endeffekt, ja, KI-Boom, wer profitiert denn jetzt schon wirklich? Wo ist es im Endeffekt auch nur heiße Luft? Oder erst in vielen, vielen Jahren, wo was bei rumkommen könnte. Danke dir. Prima, dann übernehme ich mal das Kommando und teile meinen Bildschirm. So, mein Bildschirm übertragen. Ja, jetzt hattest du diesen Website-Bild angesprochen im Vorfeld und den können wir uns gleich mal anschauen. Da ist der marktführende Website-Creator, ist aktuell wix.com und die sind sehr erfolgreich mit der Möglichkeit, dass man von einer künstlichen Intelligenz oder mit der künstlichen Intelligenz die Websites machen kann. Und du hast die Frage aufgeworfen, Falco, steckt da wirklich KI drin oder ist das nur ein Etikettenschwindel? Und die Antwort ist, da steckt wirklich KI drin. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Die nutzen künstliche Intelligenz, dass man über einen Chat mit der kommunizieren kann, um dann die eigene Website nach seinen eigenen Vorgaben anzupassen. Und das klappt wirklich wunderbar. Die haben sehr starkes Wachstum, die haben auch sehr starkes Wachstum im Agenturbereich und ist ein super Beispiel dafür, wie mithilfe dieser neuen Technologie die Produktivität deutlich erhöht werden kann. Es geht einfach alles viel schneller, wenn man die künstliche Intelligenz mit zur Hilfe nimmt. Und was auch noch dazu kommt, es geht nicht nur schneller, es öffnet einfach für viele Leute, die kein spezifisches Fachwissen darüber haben, wie man so einen Editor bedient. Die können jetzt auch auf einmal damit arbeiten und können damit ihre Website anfertigen. Also eine ganz, ganz tolle Sache und ein gutes Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz unseren Alltag insgesamt oder unsere Möglichkeiten, die wir ohne großen Zeitaufwand machen können, wie uns da die KI dabei hilft. Das als kleiner Aufhänger zu der Anmoderation und jetzt gehe ich zu meinen Slides, die ich vorbereitet habe für den heutigen Vortrag, für das heutige Webinar. Der Titel, Falko, den hast du ja ausgesucht, der lautet KI und Börse, aktueller Stand und praktische Anwendungen. Wir haben den 30. September 2024 und auch von mir nochmal der ernst gemeinte Hinweis, dass wir kein Empfehlungsformat sind. Und das sage ich nicht nur, weil wir es juristisch müssen, sondern weil ich es auch wirklich so meine. Ich kann Ihnen keine Empfehlungen geben. Ich kann einfach davon berichten, wie ich die Welt sehe. Aber das ist weder als Tipp an Sie gedacht, noch als eine Empfehlung. Gut, jetzt sind wir auch schon da. Und wir wollen uns ja mit dem aktuellen Stand der künstlichen Intelligenzrevolution beschäftigen und uns anschauen, was gerade passiert. Ich habe hier einen super Artikel mitgebracht von Substack. Auf Substack gibt es ja richtig kluge Autoren, die da ihre Newsletter publizieren und die dort Inhalte veröffentlichen. Und ein Artikel, der vor 2 Wochen etwa erschien, hat einen sehr guten Überblick gegeben, was gerade passiert im KI-Bereich. Und zwar ist ja die Frage, kann künstliche Intelligenz immer klüger werden? Geht es so in diesem Tempo weiter? Weil das Ganze hat ja erst angefangen vor, wann war das? Vor, ja, einem Jahr, 7 Monaten, vor einem Jahr, 8 Monaten. Da wurde ChatGPT in der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und dann hat wenig oder kurze Zeit später hat das Börsenfeuerwerk auch so richtig gezündet und ein neuer Megatrend war geboren. Und da ist die wissenschaftliche Meinung aktuell, dass wir hier wirklich ganz am Anfang einer großartigen Entwicklung stehen, die uns in
vielleicht schon einigen Jahren zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz führen wird. Weil, und das habe ich hier so schön gelb markiert, die KIs werden umso klüger, je mehr Rechenpower wir da reinstecken können. Aktuell trainieren wir sehr kleine künstliche Intelligenzen. Man spricht hier von der zweiten Generation der KI-Modelle. Und zum Beispiel ChatGPT-4 wurde mit GPUs von Nvidia ja trainiert und die Kosten, die Energiekosten, beliefen sich auf etwa 100 Millionen US-Dollar. Und das ist ja mal eine krasse Zahl. Energiekosten von 100 Millionen. Jetzt ist gerade die dritte Generation von der KI-Modelle im Einsatz. Mit dieser dritten Generation soll zum Beispiel ChatGPT oder wird gerade ChatGPT 5 trainiert oder auch Grok 3 von Elon Musk. Und hier werden sich die Kosten, um diese KIs zu trainieren, allein die Energiekosten bereits auf 1 Milliarde deutsche Zahl auf 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Und so geht es weiter. Dann kommt die vierte Generation und die vierte Generation wird dann vermutlich schon 10 Milliarden US-Dollar kosten, um sie zu trainieren. Also wir brauchen für diese künstliche Intelligenzrevolution einen gewaltig großen Energieinput. Und dann ist so aktuell die wissenschaftliche Meinung, je größer die Gehirne dieser KIs werden, je größer diese neuronalen Netze werden, je mehr Nvidia-GPUs wir da reinstecken können, desto intelligenter werden am Ende vom Tag die künstlichen Intelligenzen. Das heißt, der Boom ist vollkommen intakt und es geht weiter und wir werden schon sehr bald noch sehr, sehr viel klügere künstliche Intelligenzen oder mit sehr viel klügeren künstlichen Intelligenzen rechnen können. Es war im Barron's, auch vor 2 Wochen war ein super Artikel in Reaktion auf die Zahlen von Nvidia. Und den möchte ich teilen, weil der Larry Ellison, der Gründer, der aktuell als Chairman auch fungiert, einen sehr, sehr guten Ausblick gegeben hat. Er hat gesagt, er sieht überhaupt keine Abschwächung beim Investitionsboom. Ellison sagt, wir sehen gerade eine Art Wettrüsten. Ganze Staaten werden um die klügste künstliche Intelligenz ein Wettrüsten veranstalten. Und natürlich die großen Tech-Companies werden sich auch ein Wettrüsten geben. Und die eine Branche, die jetzt neu dazukommen wird, ist dann im Endeffekt die Industrie. Die Industrie beim Thema digitale Fabrik, beim Thema Simulation, beim Thema Automatisierung, beim Thema Roboterisierung, die werden auch immer mehr auf diese künstlichen Intelligenzen zurückgreifen, eigene KIs dafür trainieren. Und darum sagt Larry Ellison, der Oracle Chairman, sagt, er sieht überhaupt keine Abschwächung in den nächsten 5 Jahren, vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Aber aktuell macht er sich darüber überhaupt keine Sorgen. Dann gab es eine weitere wichtige Info. Wir haben ja hier auf dem Slide zuvor einen Einblick bekommen über diesen gigantischen Energieverbrauch, den diese KIs quasi benötigen werden. Oracle baut darum, laut Aussage von Larry Ellison, eigene Nuklearkraftwerke, um diese großen Rechenzentren zu betreiben. Aktuell, das größte Rechenzentrum von Meta hat eine Leistungsanforderung von 50 Megawatt. Die Rechenzentren, die Oracle jetzt baut, haben eine Leistungsanforderung, die ist 20 Mal größer, also von 1 Gigawatt. Und da sagt Larry Ellison, da braucht man einen Nuklearreaktor daneben, um wirklich 24 Stunden am Stück diesen hohen Energiebedarf liefern zu können, weil der wird vom normalen Stromnetz einfach nicht abgedeckt. Das ist einfach nicht mehr machbar, so viel Strom herzubekommen. Und vor letzter Woche hatten wir auch die Meldung von Microsoft. Microsoft hatte ja die Vereinbarung getroffen mit Constellation Energy, dass man ein altes Atomkraftwerk wieder in Betrieb nimmt, um die KI-Serverfabriken von Microsoft betreiben zu können. Und das ist ein kleiner Nebeneffekt von dieser künstlichen Intelligenzrevolution, dass wir nun auch ein ganz großes Comeback der Nuklearenergie sehen, weil perspektivisch jede große KI-Fabrik mit einer Leistungsanforderung von über 1 Gigawatt vermutlich nur mit solchen Nuklearkraftwerken betrieben werden kann, die dann wirklich 24 Stunden am Stück
solche gigantischen Leistungsmengen bereitstellen können. Das ist so der aktuelle Stand. Als kleines Zwischenfazit, ja, die künstliche Intelligenzrevolution geht weiter. Und hier werden immer die Fragen gestellt, aber solche Nuklearkraftwerke brauchen die nicht 20 Jahre, um die zu bauen. Nein. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ein neues Militär-U-Boot auf dem, wenn ein neues Militär-U-Boot quasi in Betrieb genommen wird oder wenn ein neuer Flugzeugträger in Betrieb genommen wird, dann sind da auch kleine Nuklearreaktoren drauf und die kann man relativ schnell in Betrieb nehmen. Kommen wir zu den Firmen, die wirklich von der künstlichen Intelligenzrevolution profitieren. Mein Top-Favorit, und dazu bekenne ich mich ganz klar und auch eine meiner größten Investmentpositionen. Meta ist meine zweitgrößte Investmentposition nach Nvidia. Die werden von dem Thema künstliche Intelligenzrevolution enorm profitieren. Sogar so stark, dass ich nächstes Jahr bereits Kurse von über 1.000 US-Dollar für möglich halte. Warum? Ich möchte das gerne sehr ausführlich begründen. Meta, der Meta-Konzern, hat ja mit WhatsApp eine Goldader auf. Und auf der Goldader, da sitzt der Mark Zuckerberg drauf und er hat lange Zeit nicht richtig gewusst, wie er die erschließen kann. Aber jetzt hat er eine Möglichkeit gefunden, wie er diese Goldader quasi erschließen kann, um das ganze Gold da rauszuholen. Und zwar sind für ihn eine Möglichkeit die künstliche Intelligenzassistenten. Warum verdient eigentlich Meta mit WhatsApp noch kein Geld und noch nicht so richtig Geld? Sie verdienen Geld, aber noch nicht so richtig Geld. Weil sie sich damals nach der Übernahme gegen den Kartellbehörden dazu bereit erklärt haben, damit die Übernahme durchgewunken wurde, dass sie in WhatsApp keine Werbung schalten. Und das ist das große Problem von Meta und von Mark Zuckerberg, dass er in WhatsApp keine klassische Werbeanzeigen schalten darf. Und darum braucht er andere Erlöstreiber. Und dieser Erlös Treiber, der ist nun in Sichtweite und zwar mit den KI-Assistenten in WhatsApp. Und es gibt diese KI-Assistenten auch bereits und ich möchte nun auf einen sehr guten Handelsblatt-Artikel von gestern verweisen. Ne, von heute. Das war heute. Genau. Und dieser Handelsblatt-Artikel, der ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt lautet die Eroberung der physischen Welt. Der zweite KI für die Massen und der dritte Abschnitt in diesem Handelsblatt-Artikel heißt Flucht ins Unpolitische. Ich fange mit dem zweiten Abschnitt an, was da drin steht. Und das fand ich sehr, sehr gut recherchiert vom Handelsblatt. Die haben ein Startup in Brasilien, quasi haben sie darüber berichtet. Das heißt Magic. Magic Brasil, wenn man danach googelt, findet man es auch. Die haben eine Bank gegründet, die nur über WhatsApp quasi funktioniert. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ich bin im WhatsApp-Channel dieser Bank drin und sage, hey, ich bin gerade beim Abendessen, ich bin mit vier Freunden hier und Peter hat die Rechnung bezahlt und jeder und wir teilen uns die Rechnung. Wie viel Geld schuldig, Peter? Dann rechnet der KI-Assistent einfach vor, hey, du schuldest Peter 51, soll ich ihm das Geld überweisen? Dann sagst du ja und dann wird das Geld überwiesen. Und so stellen die sich das Bankgeschäft quasi vor. Man kommuniziert mit diesem KI-Assistenten per Sprache oder man macht ein Foto von einer Rechnung. Die KI versteht, was man möchte. Und dann gibt man die Anweisungen, die Banktransaktionen durchzuführen. Und an diesem Beispiel sehen wir, dass WhatsApp mit Hilfe von diesen KI-Assistenten zu einer ganz, ganz mächtigen Plattform wird, die in ganz, ganz vielen Bereichen eben für den Meta-Konzern dann Einnahmen generieren kann. Wie werden die Einnahmen generiert? Meta lässt sich dann von den Unternehmen bezahlen, die in direkten Kontakt mit den Nutzern treten wollen. Das geht jetzt auch schon, diese WhatsApp-Business-Channels. Wenn Sie die WhatsApp-App aufmachen, dann landet man ja hauptsächlich unten auf dem Reiter-Chat. Und dann gibt es links ja den Reiter noch Aktuelles, den kennen Sie bestimmt, wo man den aktuellen Status von sich und von anderen Personen verfolgen kann.
Und eine Neuerung war, dass dort auch nun bereits Kanäle vorhanden sind. Diese Kanäle sind für mich als Firma kostenlos. Da können wir von TraderFox können auch Kommunikation durchführen mit unseren Abonnenten. Aber sobald wir in den Chat rein wollen, in den Reiter Chat, das geht auch, dann müssten wir quasi Geld bezahlen. Da müssten wir Kontakte einsammeln und für jede Nachricht an den Chat müssten oder für jede Massennachricht an diesen Chat müssten wir an den Meta-Konzern Geld bezahlen. Und so ist ein ganz, ganz großer Plan, wie Mark Zuckerberg hier Geld verdienen möchte, wer den KI-Assistenten anbietet und direkt in diesen Reiter-Chat rein möchte, diese Firmen müssen bezahlen. Und damit hat Mark Zuckerberg jetzt quasi eine Plattform erschaffen, auf der KI-Assistenten betrieben werden können, die für viele Unternehmen mega interessant sind. Und da ist meine Erwartung, dass sich hier der Umsatz wirklich dann nochmal einmal deutlich beschleunigen wird durch diese WhatsApp-Monetarisierung. Und darum bin ich im Bereich KI und auch bei dem Thema KI-Assistenten ein Mega-Bulle für die Meta-Aktie. Hier ist doch dieses angesprochene Beispiel aus dem Handelsblatt. Dann hat Mark Zuckerberg noch etwas anderes vorgestellt, wo auch die künstliche Intelligenz mit reinspielt. Und zwar hat er eine AR-Brille vorgestellt. Und so sieht die aktuell aus. Und so stellt er sich die Zukunft vor. Er hat gesagt, okay, was wir jetzt gemacht haben mit den Virtual Reality Headsets, das ist nicht ganz so das Massenprodukt, weil man hat will ja nicht dieses schwere Teil auf dem Kopf haben. Aber ein Massenprodukt wird sein, wenn man eine Brille hat, die irgendwann leicht ist, die irgendwann, oder diese Brille wiegt jetzt auch nur 100 Gramm. Aber wenn man eine Brille hat, die sich von einer herkömmlichen Brille eigentlich überhaupt nicht groß unterscheidet, wie dann aber in mein reales Sichtfeld Informationen einblenden kann. Hier nennt er ein Beispiel. Ich schaue mit der Brille auf diesen Tisch. Dort kann ich der KI sagen, jetzt check mal, was du hier siehst. Und dann erkennt die KI folgende Dinge und dann kann ich mir zu einem Produkt nähere Informationen einblenden lassen. Und das wird auch erst möglich eben durch künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz soll alles, was ich mit meiner Brille gerade sehe, für mich analysieren können, um mir dann zusätzliche Informationen einzublenden. Und da sagt Mark Zuckerberg, das wird das nächste große Ding. Das wird quasi genauso bedeutend wie ein Smartphone. Wenn ich eine schicke, leichte Brille im Gesicht haben kann, die sich von einer Sonnenbrille irgendwann nicht mehr groß unterscheidet, von einer normalen Brille nicht mehr groß unterscheidet und die in mein reales Sichtfeld dann Hologramme projizieren kann. Und daran arbeitet Mark Zuckerberg. Hier ein Beispiel, zum Beispiel ein Telefongespräch aussehen könnte. Ich sitze einfach auf dem Sofa, dann kommt ein Anruf rein und dann sehe ich eben die Person, sehe ich dann hier quasi zu mir sprechen. Jetzt gibt es hier, und jetzt kommen wir zur zweiten Aktie, die ich mega interessant finde. Also Meta ist für mich ein Top-Investment, meine zweitgrößte Investmentposition nach Nvidia. Und eine weitere Aktie, wo ich glaube, dass ein Investment nun absolut Sinn macht. Und man muss hier 3 bis 5 Jahre in die Zukunft denken, aber dann könnte das richtig durch die Decke gehen. Essilor Luxottica ist ein Konzern, der im Bereich Augenoptik aktiv ist, der den Menschen dabei helfen möchte, gut zu sehen. Und die bekannteste Marke ist Ray-Ban. Und mit Ray-Ban arbeitet jetzt ja auch Meta zusammen, um diese Smart Glasses, diese Augmented Reality Brillen auf den Markt zu bringen. Warum macht das Meta? Warum ist diese Essilor Luxottica so wahnsinnig interessant? Weil Ray-Ban und Essilor in jeder Stadt mehrere weltweit haben sie Zugang zum Point of Sale, zum Vertriebskanal direkt vor Ort. Und darum findet das Mark Zuckerberg so wahnsinnig interessant, weshalb er hier bei der Entwicklung der Brillen mit Essilor Luxottica kooperiert.
Wenn dann irgendwann in 3 Jahren eine solche Augmented Reality Brille, wie wir sie hier gesehen haben, auf dem Markt ist, dann kann die sofort in allen Geschäften, wo es auch Ray-Ban Brillen gibt, kann die dann quasi mit angeboten werden. Und der ist sofort überall präsent. Ein sehr, sehr kluger Schachzug. Und dann ist der zweite Grund, was man nicht unterschätzen darf. Wir erinnern uns, es hatte ja auch Google schon vor, ja, 10 Jahren hatten sie einen Versuch unternommen, mit einer smarten Brille auf den Markt zu gehen. Das ist damals komplett gefloppt. Einmal natürlich, weil der Funktionsumfang noch nicht sehr ausgereift war. Es gab keine richtige Hologrammfunktion, die überzeugend war. Und natürlich auch, und das hat dann der Google-Gründer auch selber gesagt, weil diese Brille einfach nicht gut aussah. Er hat gesagt, er hat einfach nicht unterschätzt, die Leute, die wollen keine Brille im Gesicht tragen, die nicht gut aussieht. Und wenn man in diesem Markt erfolgreich haben möchte, mit diesen Augmented Reality Brillen, da muss man ein Produkt anbieten, was schick ist, was modisch ist, was die Leute inspiriert. Und auch deswegen hat sich Mark Zuckerberg dazu entschieden, dass er eben mit diesem Luxusbrillenanbieter Ray-Ban zusammenarbeiten möchte. Und hier haben wir eine sehr schöne Story, eine sehr schöne Geschichte von einem sehr erfolgreichen Unternehmen, einer Dauerläuferaktie, eine Qualitätsaktie. Und ich glaube, man kann dies sich jetzt auch ins Depot legen, 3 bis 5 Jahre einfach liegen lassen. Dann irgendwann kommt dieser neue Geschäftsschub durch diese Augmented Reality Brillen, durch die nächste Generation der Brillen. Und dann hat man hier die Möglichkeit hat man hier die Chance für deutliche Kurssteigerungen, wenn eben dieses komplett neue Geschäftssegment, was viel, viel höhere Umsätze auslösen wird, wenn das noch mit dazu kommt. Warum ist es ein komplett neues Geschäft oder warum könnte das Geschäft in neue Größenordnungen bringen? Naja, was kostet so eine Brille? Eine Ray-Ban, die wird 130 kosten, manche 200. So eine Augmented Reality Brille, die kostet eher Richtung wie ein iPhone, wie 1000, 1300. Das heißt, die Umsätze können hier perspektivisch auf ein komplett neues Level gehen. Genau hier, Ray-Ban kennt man. Das sind ein paar Brillen des Konzerns. Genau, hier haben wir auch über berichtet ausführlich und ja, wir glauben, das ist eine gute Möglichkeit, um diese Aktie ins Depot zu legen und kaufen und liegen zu lassen. So, jetzt haben wir schon 2 Aktien besprochen, wo ich glaube, sie sind ein sehr gutes Investment. Ein anderes Investment von mir, wo ich auch für die Zukunft sehr, sehr optimistisch bin, weiterhin ist die Oracle-Aktie. Oracle ist zurück im Spiel. Die Firma ist ja bekannt als Datenbankanbieter und künstliche Intelligenz benötigt schnelle, moderne Datenbanken, wo riesige Mengen an Daten gut strukturiert gespeichert werden können. Zusätzlich benötigen diese Datenbanken Zugang zu Rechenpower. Und da hat jetzt Oracle wirklich eine sensationelle Verknüpfung hinbekommen. Die verknüpfen ihre Datenbanken mit modernen Rechenzentren, wo Tausende und Abertausende GPUs von Nvidia drin sind. Das heißt, große Konzerne können mit Oracle zusammenarbeiten, um ihre Firmendaten dort zu speichern und haben dann über die Oracle-Rechenzentren direkt Zugang zu der gigantischen Rechenpower von den Nvidia-GPUs, die man braucht, um die KIs zu trainieren. Und darum ist, glaube ich, die Aussage nicht falsch, dass Oracle so der Basis-Infrastrukturanbieter der KI-Revolution ist. Und auch die anderen großen Cloud-Konzerne wie Google, Alphabet, also Google Alphabet, Amazon, Microsoft, kommen an Oracle nicht mehr vorbei. Die haben ihre eigenen Clouds, bestimmt mit viel Zähneknirschen, bestimmt widerwillig, haben sie jetzt in den letzten 12 Monaten geöffnet für die Oracle-Datenbanken, damit man direkt mit der Oracle-Architektur arbeiten kann. Und darum ist hier meine große Aussage, Oracle, das Comeback ist gelungen. Die Aktie ist auch einer der Top-Gewinner von dieser künstlichen Intelligenzrevolution und sehr, sehr aussichtsreich. Vor allem, und das werden wir gleich auch sehen, weil
sie auch eine führende Rolle bei der Einführung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen spielen. Aber das sehen wir gleich. Jetzt möchte ich zunächst einmal ein bisschen Revue passieren lassen, was Oracle quasi so gemeldet hat die letzten 4 Quartale, damit man da mal ein gutes Gefühl dafür bekommt. Hier. Der CEO sagt, die Nachfrage nach unserer Cloud-Infrastruktur und unseren künstlichen Intelligenz-Services wächst mit einer astronomisch hohen Rate, astronomisch hohe Wachstumsraten. Larry Ellison sagt, wir sind gerade dabei, 66 der expandierenden oder der aktuellen Datacenter aufzurüsten und wir bauen 100 neue Cloud-Rechenzentren, um die große Nachfrage irgendwie erfüllen zu können. Also gigantische Nachfrage. Dann am 11. März haben sie auch in ihrem Quartalsbericht gemeldet. Hier, da haben sie gesagt, wir haben ein Rekordlevel an neuen Cloud-Infrastrukturverträgen verabschiedet und wir haben ein neues Allzeithoch erreicht, ein Wachstum von 29%. Und er hat gesagt hier, und das ist das Beispiel, wo ich gerade darauf schon Bezug genommen hat, Oracle hatte ja Cerner übernommen. Und Cerner war der führende oder ist der führende Anbieter für das Gesundheitswesen. In den USA arbeitet nahezu jedes Krankenhaus mit Softwarelösungen von Cerner. Und das führen sie jetzt auch hier in Deutschland immer stärker ein. Also wenn man sich fragt, warum zum Beispiel Anbieter wie heißen sie, bin ich jetzt bescheuert. Wie heißt der Anbieter im deutschen Tech DAX, der auch im Medizinbereich aktiv ist und der immer schlecht performt? CompuGroup Moment. Group sagt mir was, wenn du den meinst. Ja, Aber ist das so? Ich bin ja, genau, müsste raten. exakt. Danke. Exakt, Okay. genau. Danke, danke, Falco. CompuGroup Medical. Da ist der Aktienkurs ja quasi im Sinkflug gefallen von 80 auf 14. Und ja, ein Grund ist meiner Marktbeobachtung nach, dass CompuGroup perspektivisch einfach nahezu obsolet wird, weil jetzt Oracle mit Cerner so stark in dieses Gesundheitswesen reindrängt. Und die sind da der führende Anbieter. Und im Gesundheitswesen haben wir das riesengroße Problem, dass die Ärzte fast 40% ihrer Zeit damit verbringen müssen, mit Dokumentationen, mit Ärztebriefen schreiben und so weiter und so fort. Und hier hat das Oracle einen Ansatzpunkt gefunden, wo künstliche Intelligenz helfen kann. Und zwar ist es so gedacht, dass der Arzt schon während der Behandlung spricht, was er gerade tut, was er gerade durchführt, was er für Erkenntnisse hat. Die KI hört mit und dann kann die KI den Arztbericht komplett selber vorformulieren. Und das wäre natürlich auch mal wieder ein Produktivitätsgewinn, der wirklich Sinn macht, auf den ja wir alle warten, auf den die Ärzte auch so richtig Lust hätten. Weil die können sich um den Patienten kümmern und den Papierkram danach macht dann quasi die künstliche Intelligenz. Und daran arbeitet Oracle und das ist auch ein riesiger Markt, dass sie quasi das Gesundheitssystem mit dieser KI-Lösung jetzt angehen und diese KI-Lösung bereitstellen wollen. Ja, und wenn wir auch uns die letzten Quartalsberichte angucken, immer das gleiche Wort. Wir haben Mega-Wachstum. Wir alle müssen mit uns zusammenarbeiten. Wir haben Microsoft als Kunden gewonnen. Wir haben die Hyperscaler wie hier Microsoft und Google, die brauchen uns. Oracle ist jetzt überall vorhanden, auch bei Amazon. Und dann eben der letzte Bericht, wo sie dann am 9. September erst bekannt gegeben haben, dass jetzt auch Amazon quasi nicht mehr an Oracle vorbeikommt. Die sind ja eigentlich verfeindet, das sind bittere Konkurrenten. Aber auch Amazon muss die in der AWS muss sich öffnen und seinen Kunden den Zugang zur Oracle-Datenbank-Infrastruktur anbieten. Und so hat sich quasi Oracle auch wegen der guten Kontakte zu Nvidia aufgemacht, einer der Top-Profiteure von dieser künstlichen Intelligenzrevolution zu werden. Und jetzt gehen wir mal zurück zu dem Artikel, den ich vorhin gezeigt hatte, aus dem Barron's Magazine. Und das ist eine nette
Geschichte noch am Rande. Da erzählt der Larry Ellison, wie er es geschafft hat, dass sein Konzern bevorzugt mit Nvidia GPUs beliefert wird. Er hat gesagt, wir, also er und Elon Musk, haben sich zum Abendessen mit dem Nvidia CEO Jensen Huang getroffen. Und er und Elon Musk hätten den ganzen Abend ihn quasi angefleht. Jensen, bitte, nimm unser Geld, gib uns Nvidia GPUs. Und so ist es offenbar passiert, dieser Erzählung nach, was Larry Ellison selber sagt, warum Tesla oder warum Elon Musk und warum Oracle bevorzugt mit Nvidia GPUs beliefert werden. Larry und Elon sind ja eh schon Freunde, das ist bekannt. Die kennen sich, die sind befreundet. Da gibt es ja schöne Geschichten, wie dann der Elon quasi nachts um eins zum Larry in sein Wohnzimmer reinspaziert kommt, weil er irgendwas besprechen möchte. Und die sind jetzt offenbar auch mit dem Jensen sehr gut befreundet. Und so ist es passiert, dass quasi Tesla und die Elon Musk Projekte und Oracle bevorzugt mit Nvidia GPUs beliefert werden. Oracle aus meiner Sicht, ich bin auch sehr stark investiert, aus meiner Sicht auch einer der Top-Profiteure von der künstlichen Intelligenzrevolution. Und jetzt habe ich noch eine Aktie mitgebracht, die ich erst neulich gekauft habe. Und zwar erst vorletzte Woche, nenne ich Tesla. Ah, genau, halt, um den Spannungsbogen hochzuhalten. Mein neuestes Investment zeige ich gleich nach Tesla. Ich bin auch in Tesla investiert und möchte das auch sehr gut begründen. Und wenn ich über Tesla spreche, möchte ich hier einmal zeigen, was man eigentlich, wenn man die deutsche Presse liest, überhaupt nicht glauben möchte. Die deutsche Presse hat sich ja auf Elon Musk derart eingeschossen, dass man glauben könnte, Tesla ist quasi nahezu pleite und Elon Musk sei ein durchgeknallter Spinner. Hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, dass in der deutschen Presselandschaft das die größten Anzeigenkunden die Autokonzerne sind. Und das beeinflusst die Berichterstattung natürlich sehr stark, auch wenn es nicht offiziell zugegeben wird. Aber wenn die Mercedes-Werbeabteilung, um ein Beispiel zu nennen, überlegt, bei welchen Magazinen, bei welchen Verlagshäusern platzieren wir unsere Werbemillionen, da könnte es natürlich sein, dass man darauf guckt, wie berichten denn diese Zeitschriften, wie berichten denn diese Magazine. Ist ein offenes Geheimnis in der Verlagsbranche. Ja, aber jetzt gucken wir uns mal die Tesla-Aktie an. Ist eine Qualitätsfirma geworden mit sehr starken Umsatzsteigerungen und einer hohen Profitabilität. Das sollte man auch nicht vergessen. Sollte man gar nicht glauben, wenn man die deutsche Presse liest, aber Tesla ist eine sehr hochprofitable Firma geworden. Und nächstes Jahr, meine persönliche Einschätzung, sehen wir einen sehr starken Wachstumsschub, vor allem wegen der europäischen CO2-Strafzahlungen. Wie können deutsche Autokonzerne die CO2-Strafzahlungen umgehen? Weil die bekommen es ja nicht hin, genügend Elektroautos zu verkaufen. Die schaffen es nicht, mit ihrer Flottenpolitik die europäischen Richtlinien einzuhalten. Sie können die Strafzahlungen umgehen, indem sie zum Beispiel von Tesla solche CO2-Zertifikate abkaufen. Und wir reden hier von Strafzahlungen, das hat Weltmeister schön vorgerechnet, von 15 Milliarden. Das heißt, wenn es gut läuft, bekommt Tesla 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht genau, nächstes Jahr alleine zusätzliche Gewinne wegen diesen CO2-Zertifikaten, die anderen Autohersteller kaufen müssen. Das ist der Bull Case. Finde ich auch eine lustige Geschichte, wie stark die EU-Kommission mit ihrer Politik dann doch wieder Tesla subventioniert in Anführungszeichen, obwohl die EU-Kommission Elon Musk ja auch hasst. Ich glaube, das ist der richtige Begriff, wenn man so sich die ganzen Statements anhört. Okay, Tesla. Und was bei Tesla auch mega interessant ist, und jetzt kommen wir zum Thema künstliche Intelligenz, sie schaffen es jetzt immer stärker, das autonome Fahrenproblem mit Hilfe von KI zu lösen. Hier im letzten Quartalsbericht sind die Anzahl der Nvidia H100 GPUs skizziert. Jetzt dürften es ungefähr 75.000 sein, die aktuell im September bereits zum Einsatz kommen, um die KI, die das Auto fährt, zu trainieren.
Das heißt, Elon Musk sagt hier auch ganz klar, wir können mit NVIDIA-GPUs, mit dem Training der künstlichen Intelligenz, können wir das autonome Fahrenproblem lösen. Und hier, jetzt zeige ich einen Artikel aus der Trader-Zeitung, beim Thema Waymo, wo man sehen kann, wie weit das Thema autonome Fahren eigentlich schon ist. Man glaubt ja, oder man hält das hier für Zukunftsmusik, aber es ist keine Zukunftsmusik mehr. Aktuell werden jede Woche von Waymo, das ist die Alphabet-Tochter, etwa 100.000 autonome Fahrten in San Francisco, Phoenix und Los Angeles durchgeführt. Waymo hat nun eine Partnerschaft mit Uber bekannt gegeben. Und im ersten Quartal 2015 werden die Robotertaxis auch in vielen anderen amerikanischen Großstädten ausgerollt. Und dann kann man über die Uber-App, kann man dann ein Robotertaxi anfordern. Also das Thema autonomes Fahren, das ist bereits Wirklichkeit. Das ist nicht mehr Zukunftsmusik, das ist jetzt Realität geworden. Auch dank KI. Und am 10. Oktober ist ja der Robotaxi Day von Tesla. Und dann wird auch ein Robotertaxi vorgestellt. Und man kann sich jetzt ja schon davon überzeugen, dass es funktioniert. Bitte einfach bei YouTube zum Beispiel mal suchen, Tesla FSD 12.5. Dann findet man die neueste Gen oder Videos mit der neuesten Generation von der Autopiloten-Software von Tesla. Und dann sieht man laute Videos, wie das Auto ohne jeden menschlichen Eingriff eine halbe Stunde im Stadtverkehr sich zurechtfindet. Also es funktioniert jetzt. Seit diesem FSD 12.5 Update vor etwa 6 Wochen, da ist das autonome Fahren auch bei Tesla einfach schon Wirklichkeit geworden. Und auch hier die Berichterstattung in Deutschland ist eigentlich nur noch komplett peinlich, weil neulich auch wieder war, ich weiß gerade die Zeitung gar nicht, war auch wieder ein Bericht, wie das ist ja gar nicht funktionieren würde, bla bla bla. Es ist noch nicht mal freigeschaltet. Die Software ist im deutschen Markt einfach nicht verfügbar. Die Software, die wir hier in den USA schon verfolgen können, in diesen beeindruckenden Videos, die kommt nach Deutschland auch erst im, oder die kommt nach Europa erst im ersten Quartal 2025, dann ist der Marktstart vorgesehen. Auch die ganzen Einwände mit Regulatorik, Versicherung sind keine realen Einwände, das ist alles gelöst. Die Regulatorik sieht so aus in Europa. Aktuell muss halt der Fahrer jede 8 Sekunden die seine Hände ans Lenkrad legen, aber dann ist das autonome Fahren eben mit kann freigeschaltet werden, wenn der Fahrer bereit ist, die Kontrolle zu übernehmen. Wie es im Endeffekt von BMW zum Beispiel der Assisted Drive auf einem sehr, sehr viel einfacheren Level auch macht. Versicherungsproblematik ist auch kein Problem, ist auch geklärt. Mein Auto, meine Verantwortung, meine Versicherung, eigentlich alles wie gehabt. Das kommt. Wir sind ganz nah dran. Und weil Tesla da hier wirklich führend ist und damit im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommt, und wenn sich dann der deutsche Konsument entscheiden muss, kaufe ich ein Volkswagen Elektroauto ohne Autopilot oder kaufe ich einen Tesla mit diesem FSD 12.5, die Videos kann man sich jetzt schon angucken, dann ist die einzige Schlussfolgerung, die ich mir vorstellen kann, Tesla wird gigantische Marktanteile nochmal jetzt wieder gewinnen. Und die Aktie dürfte sehr, sehr stark steigen. So, nun kommen wir zur Aktie, die ich vorher angekündigt habe. Genau, die ich jetzt erst vor 1,5 Wochen gekauft habe. Und zwar ist es die eExl Service Holdings. Bevor ich sage, was die Firma macht, gucken wir uns zunächst einmal die Umsatz- und Gewinnentwicklung an. Eine Qualitätsaktie. Eine Qualitätsaktie mit traumhafter Umsatz- und Gewinndynamik, die wachsen wie an einer Schnur nach oben gezogen. Und auch der Aktienchart zeigt, wir haben hier einen Dauerläufer. Eine erfolgreiche Firma, die gute Geschäfte macht, die ihr Geschäft stetig ausbaut und die nun mit Hilfe von die nun dank künstlicher Intelligenz ihr Wachstum noch einmal beschleunigen kann. Weil bei eExl Service Holdings handelt es sich um einen IT-Dienstleister für Big Data, der Unternehmen hilft, fit für das KI-Zeitalter zu werden. Wenn jetzt ein deutscher Mittelständler sagt, okay, cool, es gibt die Oracle Cloud, ich möchte meine Daten dort bereitstellen, richtig strukturieren und ich möchte irgendwann selber eine künstliche Intelligenz trainieren,
dann können die das ja in der Regel nicht alleine. Die brauchen ja eine Beratungsgesellschaft, die ihnen dabei hilft. Und eAxis Service Holdings ist ein spezialisierter Berater, der dann hier helfen kann. Und ich denke, weil das so viele Firmen gerade machen wollen, weil sich so viele Firmen für das KI-Zeitalter vorbereiten, sind die hier der richtige Ansprechpartner. Und sie haben übrigens auch eine Kooperation mit Nvidia und das erste Produkt ist auch schon auf dem Markt. Und zwar haben sie ein KI-Produkt für Versicherungen eingeführt. Versicherungen können ihre ganzen Datenbestände dort hinterlegen in dem Produkt und dann kann diese ganze Verwaltung des Kundenstamms weitgehend automatisiert werden. Das ist jetzt ein Produkt, was eAxis Service Holdings für den Versicherungssektor in Zusammenarbeit mit Nvidia auf den Markt gebracht hat. Ich halte das für sehr aussichtsreich und habe darum in eAxis Service Holdings vor 1,5 Wochen ein Investment getätigt und mir die Aktie gekauft. So, liebe Zuhörer, jetzt habe ich 5 Aktien genannt, in die ich investiert habe, um von der künstlichen Intelligenzrevolution zu profitieren. Falco, hast du Fragen oder hat jemand anders Fragen? Genau, ich schaue mal kurz, beziehungsweise ich zeige mal kurz meinen Bildschirm. Ich würde 2 Fragen kurz reinnehmen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit, weil wir haben ja noch einen Teil 2 und ich wollte ja noch basierend auf deinen Ideen ein, zwei Trading-Ideen mitgeben. Und zwar die Frage war einmal, du hattest das mit dem Thema WhatsApp vorgestellt, also was Firmen im Endeffekt dann dort entgeltlich reinstellen können, wenn ich mal so formulieren darf. Ich habe auch die Frage, wie sieht es da mit Regulatorik aus? Kannst du da schon sagen, wann würde das eventuell kommen? Ja, es ist ja schon live in ersten Testländern wie Brasilien. Sie werden die KI-Assistenten ausrollen in den USA jetzt, aber sie werden, und das hat der Produktchef ja auch gesagt, und er hat die EU-Kommission ja ganz aktiv angegriffen, sie werden es zunächst nicht in Europa ausrollen. Europa wird diese KI-Assistenten erst einmal nicht bekommen, weil die Regulatorik zu kompliziert ist. Und damit wählen Sie genau die gleichen Worte wie Apple auch vor 3 Wochen, als Apple auch die neue KI-Funktion vorgestellt hat und gesagt hat, die werden in Europa auch nicht verfügbar sein, weil wir mit dieser Regulatorik nicht klarkommen. Also Europa hat sich so kompliziert reguliert, dass nicht mal die großen Konzerne, nicht mal die Anwälte der großen Konzerne hier sofort wissen, wie es Sache ist, wie es funktioniert. Darum Antwort in den USA 2025 werden wir sehr viel sehen, in anderen Ländern auch. Europa, ja, bin ich gespannt, ob das 2025 kommt. Ich weiß es nicht genau. Und dann war die Frage Quanten-PCs. Da ist ja auch, man ist ja noch ganz am Anfang, die sind sehr empfindlich, absoluter Nullpunkt, keine Erschütterung. Das ist eine ideale Kombination eigentlich, ne? Künstliche Intelligenz und Quanten-PCs, da ergänzen sich ja zwei Großhirne, um es mal so zu sagen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, es gibt ja ein paar Firmen, die jetzt, nee, nicht ein paar, ich glaube 2 oder 3, die bespricht bei uns Andreas Haslinger immer im Tenberger Depot, die sich mit Quantencomputing beschäftigen. Aber das ist nach meiner Wahrnehmung noch zu weit weg von einem Massenmarkt, von einem funktionierenden Geschäft, hat sehr starken experimentellen Charakter. Und die Hauptfrage, die bei uns in den Chat reinkam, Nvidia, wie siehst du die? Die Aktie hast du ja gar nicht genannt, ist ja normalerweise immer das, was selbst auf der Straße, wenn man in der Fußgängerzone fragen würde, die meisten wahrscheinlich sagen würden, das ist der Profiteur schlechthin. Ja, ich sag immer, ich würde die Nvidia jetzt nicht mehr kaufen. Ich habe sie noch im Depot, aber ich habe ja sie sehr lange im Depot. Ich habe sie 2016 gekauft und 2016 hat ja Chen Zhuang bekannt gegeben, wir haben Server-GPUs entwickelt, die das Training neuronaler Netze um den Faktor 12 schneller können als der Marktführer Intel. Und im Februar 2016 habe ich dann Nvidia quasi darauf gekauft, basierend auf dieser Meldung gekauft. So alt ist diese Nvidia-Story schon beim Thema künstliche Intelligenz. Und ich bin, glaube ich, gerade 14.000% im Plus und ich habe es im Depot, aber ich habe auch schon 80% meiner Position verkauft nach dieser Verhundertfachung, die ich mit Nvidia erzielt habe. Und ich würde jetzt für mich keinen Grund sehen, bei Nvidia neu einzusteigen, weil sie ist einfach sehr
Sie hat sehr viel vorweggenommen von diesen Dingen, die passieren. Und jeder weiß es und jeder kennt es. Und ich stehe hier nicht mehr auf der Käuferseite. Ich stehe noch auf der Haltenseite, aber nicht mehr auf der Käuferseite. Dann passt das ideal. Da habe ich ja insofern richtig den richtigen Riecher gehabt, da habe ich mich ein passendes Produkt rausgesucht habe. Auf die Nvidia zwar, aber ich sehe es ähnlich wie du. Wie viel Erwartungen sind da schon drin? Und wir haben ja gesehen, werden die Zahlen, die Flüsterschätzung, wie es so schön heißt, nicht erwartet oder nicht erreicht, gibt es auch eine sehr hohe Fallhöhe. Deswegen habe ich mal ein Produkt rausgesucht, mit dem man trotzdem von diesem Wert natürlich mit spekulativem Charakter, gar keine Frage, profitieren kann. Das wäre ein Discount-Optionsschein Long. Also für diejenigen von euch, die Discount-Optionsscheine nicht so gut kennen, ich sage mal so, sie sind ein bisschen wie ein gehebeltes Bonuszertifikat. Ich profitiere von der Seitwärtsbewegung, von der hohen Volatilität der Aktie. Aber im Endeffekt setze ich nicht darauf, dass die Aktie jetzt massiv nach oben, aber natürlich auch nicht nach massiv nach unten geht. In diesem Fall habe ich ein Produkt rausgesucht. Die Aktie kostet seit etwa, ich habe heute Nachmittag notiert, 121 US-Dollar. Wenn jetzt bis zum 20.12. ihr nicht davon ausgeht, dass die Aktie unter 110 US-Dollar fällt, bekommt ihr bei diesem Produkt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap ausbezahlt. Also 110 minus 105 sind 5 US-Dollar. Das Produkt kostet aktuell etwa 3,13 €. Das ist natürlich, wie gesagt, immer in Bewegung. Das heißt also, die Aktie könnte auch bis zum Bewertungstag 10% fallen und ihr bekommt eine Seitwärtsrendite, wohlgemerkt eine Seitwärtsrendite von über 40%. Wenn die Aktie unter die 110 fällt, dann zum Beispiel auf 109, dann habt ihr die Differenz zwischen 105 und 109. Da gibt es nur noch 4 US-Dollar. Das muss ja immer in Euro umgerechnet werden. 3, 2, 1 und so weiter. Und wenn sie unter die 105 fällt, dann habt ihr einen Totalverlust. Das muss man berücksichtigen. Aber im Endeffekt auf der Basis der hohen Volatilität gibt das ja aktuell eine mega Seitwärtsrendite. Die WKNs stelle ich euch gleich auch nochmal in den Chat ein. Dann Microsoft, auch Dauerläufer kann man so sagen. Hier ist die Frage, ob noch ein bisschen Restpotenzial da ist. In unserem Research wird das so gesehen. Deswegen habe ich euch hier mal einen klassischen Turbo-Optionsschein Long mit reingebracht. Keinen klassischen Optionsschein, sondern Turbo, weil auch hier die Volatilität recht hoch ist. Die sollte man nicht bezahlen. Beim Turbo ist sie ausgegrenzt. Allerdings auch hier mit einem höheren Abstand zur Barriere von 20%, Hebel von 5. Ist ja das, was wir auch immer bei uns sagen, nicht überhebeln. Ein 20er Hebel ist ganz schön, aber bedenkt dran, ein paar Prozentpunkte runter, 5% runter und das Ding ist eben ausgenockt. Deswegen hier 5er Hebel, kann man sich auch mal ganz interessant mal mit reinlegen. Auch die WKN stelle ich euch gleich nochmal rein. Und meine dritte Idee, da gehe ich dann entsprechend auf die Vorstellung von Simon Meta. Auch hier finde ich wieder, ist die Volatilität extrem hoch, sodass man im Endeffekt mit einem Produkt, was ein bisschen spekulativer allerdings ist, ich habe hier also einen Cap, der liegt nur 3% drunter. Also hier sollte die Aktie wirklich nicht deutlich runtergehen, sondern ihr solltet hier eine Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung erwarten, aber auch nicht allzu sehr. Die Aktie kostet aktuell so 567 US-Dollar und hier habe ich im Endeffekt dann 500 oder 550 minus 500, haben wir 50, mal den Bezugsverhältnis. Also auch hier, die Produkte können immer maximal 5 US-Dollar rausgeben und auch hier mit einem Bewertungstag am 20.12. habe ich hier eine Chance auf 42% Seitwärtsrendite. Wie gesagt, ihr solltet nicht erwarten, dass die Aktie kräftig fällt, dann ist das nicht das richtige Produkt. Aber wenn ihr denkt, es wird so irgendwie, wie gesagt, seitwärts bewegen, vielleicht ein bisschen nach oben, aber im Endeffekt vielleicht macht die Aktie 10% und hier habe ich eben diese Chance. Das heißt, ich nutze hier diese wahnsinnig hohe Volatilität in diesen Titeln. Genau, das waren meine Ideen für die, ja, wie gesagt, Trading-Ideen. Ich stelle euch gleich auch nochmal in den Chat ein. Und genau, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Simon, wir müssen uns vielleicht ein kleines bisschen ranhalten, aber wir haben eine treue Volksschaft, die auch nicht um 20 Uhr gleich zur Tagesschau rennt. Die kann man sich ja auch in der Online-Aufzeichnung anhören und dann würde ich dich bitten, dass du uns mal vielleicht kurz einen Überblick gibst, inwiefern die KI mir denn beim Anlegen und Traden weiterhelfen kann. Ja, du, dieses Thema kommt oft, aber da gibt es wirklich, da gibt es wenig Neues. Es ist ja auch nicht die Art, wie Large Language Modelle funktionieren, dass sie jetzt selbstständig die Daten rein klug analysieren können. Wir haben seit ganz, ganz vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, dass man neuronale Netze zum Beispiel trainiert, damit das neuronale Netz lernen kann, wie man Kurse vorhersagt, dass man Wahrscheinlichkeiten für Kurse bestimmt und auch die ganzen Schlagzeilen, die man jetzt gerade liest, wie eine Bank hat neulich gemeldet, okay, sie können jetzt die Wechselkurse, sie können die Forex-Kurse besser vorhersagen mit Hilfe von KI.
als ein Mensch. Dahinter steckt dieses Konzept der neuronalen Netze, wie wir es schon seit ganz, ganz langer Zeit kennen. Dahinter steckt jetzt aber nicht dieser neue Trend der Large Language Models, was das aktuelle Thema ja bestimmt. Das heißt, ich kann der KI jetzt nicht sagen, wo steht die Apple-Aktie morgen. Das klappt nicht, da gibt es wenig Neues. Wie ich die KI nutzen kann und wo sie immer besser wird, auch die neue Version von ChatGPT, die hat ja auch Zugang zu Echtzeitinformationen, wenn ich auf chat.openai.com jetzt damit interagiere. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey ChatGPT, ich habe folgende 4 Aktien im Portfolio drin. Bitte analysiere das Portfolio für mich. Und dann kommen gute Analysen raus, wie es mit der Risikostruktur aussieht, in welche Branchen ich investiert bin. Ich kann auch die Fragen stellen, welche Aktien sind besonders riskant, welche Aktien sind sicher. Ich könnte auch fragen, wie kann ich mein Portfolio verbessern, wenn ich Risiko rausnehmen möchte. Ich kann ChatGPT mittlerweile dann auch fragen, hey, welche Aktien findest du für mein Depot gut geeignet? Also so kann ich mich jetzt schon fragen, um Inspirationen zu gewinnen, um Anhaltspunkte zu gewinnen. Aber die, was man sich eigentlich am ehesten vorstellt, dass man eine KI fragt, welche Aktie steigt morgen um 3%, das gibt nicht, das gibt es nicht. Also Full Service Driving, FSD für Trading, das haben wir noch nicht. Nee, das gibt es leider nicht. Nein. Genau. Willst du sonst noch mal kurz vorstellen, was ihr denn anbietet in eurem Bereich? Ansonsten habe ich auch noch ein paar Fragen hier liegen, aber wie du magst, wenn du auf eurer Seite noch gern was zeigen möchtest. Ja, absolut, sehr, sehr, sehr gerne. Also Traderfox ist ja ein Softwareanbieter und wir bieten eine Handelsplattform an, desk.traderfox.com. Und das Schöne ist ja, Falco, die wird ja auch bei euch bald verfügbar sein, dann kann man das auch quasi damit testen, dann kann man das probieren. Und dann ganz groß ist ja bei uns jetzt die Trader-Zeitung. Ein ganz großes Erfolgsprodukt, vor 1,5 Jahren gegründet, eine Tageszeitung für Trader auf www.traderzeitung.de. Und wir haben jetzt schon mehrere tausend Kunden gewonnen. Da sind die Leute richtig verrückt danach, dass man endlich eine Berichterstattung hat. Jeden Tag 100% Fokus auf Aktien, damit man mitbekommt, was in der Welt der Aktien gerade passiert. Man kann sich eine Gratis-Probeausgabe runterladen. Das geht problemlos. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, sich das mal angucken wollen, möchte ich Sie dazu ermutigen, gehen Sie auf traderzeitung.de, schauen Sie sich die Gratis-Probeausgabe an. Und ich bin mir sicher, Sie werden das Leben, diese systematische Berichterstattung mit 100% Fokus auf den Aktienmarkt. Danke, Falco, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dieses tolle Produkt einmal vorzustellen. Aber sehr gerne, genau. Ja, wie du schon sagtest, wir werden das bereits auch bald auch bei uns auf dem DZ-Wertpapiere einbinden und dann zeigen wir euch das auch nochmal ganz exklusiv, vielleicht sogar in einem Extra-Webinar, was wir nochmal anbieten, was es dort eine Möglichkeit gibt, diesen tollen, wirklich frei, ist aber programmierbaren und erstellbaren Profi-Desktop dann dort darzustellen, wie ihr den entsprechend nutzen könnt. Genau, das zeigen wir euch dann nochmal. So, dann gerne, dann nehme ich nämlich kurz mal die Moderatorenrechte zurück. Dann haben wir den einen Teil zumindest auch schnell abgehakt. Dann kann ich in der Sekunde nochmal kurz schauen. Die Frage war ja natürlich jetzt Hacken und Schaufeln, ne? Also wie sieht es denn aus, wenn man dann in Energie investiert, weil ja entsprechend die in extremem Maße nachgefragt wird. Gibt es da Möglichkeiten, eben auf diese Art und Weise, auf Umwegen von den Investitionen zu profitieren? Ja, sicherlich. Das Thema ist halt im Endeffekt, da sind die Kaufzeitpunkte schon ein bisschen davongelaufen, weil die Aktien sind ja auch richtig, richtig gut gestiegen. Die Frage ist immer, wie früh hat man diese Idee? Und jetzt, wer noch nicht drin ist, ist ein bisschen zu spät, weil solche gerade Energieaktien in den USA, da haben wir ja schon Kursgewinne von, da haben wir schon Verdreifachungen, Vervierfachungen. Wir haben bei BWX Technologies, das ist ein Zulieferer für die Nuklearbranche, die sind in der richtigen Host drin. Vielleicht eher noch da. Also wenn ich mich jetzt für ein Investment entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, am ehesten BWX Technologies nehmen. Wir haben als Zulieferer für die Nuklearindustrie und für die Wiederaufbereitung auch von Altatomkraftwerke haben wir Curtis Wright
auch eine sehr, sehr gute Firma, auch eine Dauerläuferaktie, auch eine Qualitätsfirma, die hier auch von der nuklearen Renaissance sehr stark profitiert. Aber bei den Energieanbietern selber, die haben das Thema schon gespielt. Und das ist ja oft das Gemeine an der Börse. Man denkt dann selber, okay, hey, ich bin jetzt ganz früh dran mit der Info, mit der Idee, aber nein, die Börse hat das meistens schon seit 3 bis 6 Monaten vorher schon alles begriffen. Am ehesten würde ich sagen, BWX Technologies, Zulieferer für kleine Nuklearkraftwerke. Das wäre aktuell hier, wenn man im Sektor was machen möchte, wäre das aktuell mein Top-Pick. Alles klar, danke dir. Dann schaue ich nochmal rein. Super Microcomputer wurde noch gefragt. Kannst du so zu solchen Einzelwerten auf Zuruf auch noch was sagen? Nur wenn es passt. Ja, Supermicrocomputer habe ich alle Aktien verkauft, weil sie ihren Quartalsbericht nicht vorlegen konnten und weil es Informationen gab von Hindenburg Research, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und zwar haben die ja gemeldet, dass der CEO von Supermicrocomputer das Geld an Firmen geflossen ist, die vom CEO und seiner Familie kontrolliert werden. Also wirklich ganz gezielt der Vorwurf der Veruntreuung. Gelder sind, die haben wir über eine Kapitalerhöhung 2 Milliarden eingesammelt. Und Hindenburg hat hier Beträge genannt von teilweise 800 Millionen US-Dollar, die für Services an Firmen bezahlt wurden, die von der Familie des Supermicro-CEOs kontrolliert werden. Und ganz klar, das geht nicht. Das muss man so, wenn solche Verflechtungen, solche Interessenskonflikte vorliegen, dann muss man das offen und transparent an alle kommunizieren und ganz eindeutig. Und das ist einfach zu unseriös, hat den Verdacht der Veruntreuung. Und es hat mich so sauer gemacht, dass Supermicro hier nicht transparent darüber aufgeklärt hat. Und darum habe ich sofort sämtliche Positionen von Supermicro Computer verkauft. Klare Ansage, danke dir. Broadcom wurde noch genannt, vielleicht das noch als letzte Aktie für heute. Broadcom, super Firma, finde ich, halte ich auch für ein sehr kluges und sehr gutes Basisinvestment. Ja, das ist das kurze Statement. Super Dauerläuferaktie, super Qualitätsfirma. Alles klar, super. Dann würde ich einen Haken an die Fragerunde machen. Wie gesagt, vielen Dank, Simon. Das mit dem Desktop, wie gesagt, sobald das läuft und alles verfügbar haben und wir auch selbst uns richtig gut damit auskennen, da werden wir mit euch ja nochmal uns auch nochmal austauschen. Dann zeigen wir das hier, liebe Zuhörer oder liebe Teilnehmer, auch nochmal ganz exklusiv hier im Webinar. Dann, wie gesagt, würde ich dann die Haken an die Fragerunde machen und weise gerne nochmal auf das Webinar in einer Woche hin. Dann wird es wieder technisch und zwar mit Franz-Georg Wenner von Feingold Research. Der wird euch dann wieder aktuellen Marktüberblick, Sentiments und auf Basis der technischen Analyse aktuellen Marktausblick und natürlich auch wieder die Ideen für einzelne Titel mitbringen. An dieser Stelle dann ganz herzlichen Dank, Simon, für deine persönlichen, aber auch, ich sag mal, sehr interessanten und tiefgründigen Ideen, wie du dich auch selber an solche Aktien heranwagst, im Endeffekt vielleicht ganz anders, als es normalerweise bei uns dann zwar im Trading manchmal ein bisschen der Fall ist, also weniger technisch basiert, sondern wirklich fundamental. Und dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Auch für euch, liebe Teilnehmer und Teilnehmer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten euch heute mal wieder ein tolles Special Webinar bieten können. An dieser Stelle erinnere ich dann auch nochmal an die Nachgangsmail, nur kurze Zusammenfassung und die WKNs. Die WKNs ansonsten habe ich euch hier nochmal in den Chat eingestellt. Schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, vor allem die Discount-Optionsscheine finde ich halt wahnsinnig genial, wenn sie eben von dieser hohen Volatilität der Basiswerte profitieren können. Da habt ihr im Endeffekt die einzige Möglichkeit, eben von diesen erwarteten Schwankungen zu profitieren, wo der Analyst, wie gesagt, nicht der Analyst, sondern der Aktionär einfach sonst nur dagegen oder einfach dahinterher schauen muss. Dann an dieser Stelle die rechtlichen Hinweise nochmal kurz eingeblendet. Ich gucke mal auf mein schlaues Blättchen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nee, ich glaube, dann haben wir es wieder. Freue mich sehr, euch dann demnächst wieder begrüßen zu dürfen, weil jetzt habe ich mal ein paar Wochen Pause. Mein Kollege Markus Landau übernimmt dann wieder, der darf auch mal ran. Dann wünsche ich euch jetzt wieder einen schönen Abend. Hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Eine erfolgreiche Handelswoche. Und ja, genießt das Wetter draußen, Anführungsstrichen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald gesund wieder. Würde mich freuen. Tschüss.